Für die FDP-Fraktion hat das Wort der Kollege Dr. Stefan Ruppert. Frau Präsidentin, meine sehr geehrten Damen und Herren! Ich freue mich zunächst einmal, dass er hier ist, der stellvertretende Botschafter Ungarns, und diese Debatte verfolgt, also sehr aufmerksam registriert, was wir hier diskutieren. Ich fürchte, er hat im letzten Beitrag einen sehr schlechten Eindruck gewonnen. Er hat einen sehr schlechten Eindruck gewonnen. Und ich muss sagen, das tut mir ausgesprochen leid, weil an erster Stelle sollte man mal betonen, dass Ungarn zu unseren befreundeten Nationen gehört, dass Ungarn Kern der europäischen Gemeinschaft ist. Und eine solche Beschimpfung, wie Sie sie hier eben vorgenommen haben, hat dieses Land nicht verdient. Insofern achten Sie auf die Tonlage. Achten Sie bitte auf die Tonlage, wenn Sie Kritik äußern. Ich finde, das ist in dem ersten Redebeitrag deutlich besser gelungen, also von Herrn Roth, als jetzt bei Ihnen, Herr Dehm. Und da beschleicht mich, ich gehöre sicherlich nicht zu den Scharfmachern, sondern eher zu den nachdenklichen Politikern in meiner Fraktion. Bei uns Scharfmacher gibt es gar nicht. Da gibt es auch Unnachdenkliche. Wer sind denn die Mehr? Aber ich haue auf ein Mitglied der Linken, Herr Dehm, nicht drauf, weil es Mitglied der Linken ist. Aber wenn Sie, die Sie ja nun eine wirklich auch überall dokumentierte Vergangenheit haben, über die Frage reden, wie man mit Andersdenkenden umgeht, dann sollten Sie sich sehr genau überlegen, welche Tonlage Sie mit Ihrer eigenen persönlichen Vergangenheit als jemand, der mit der Stasi konkret zusammengearbeitet hat, welche Tonlage Sie dabei wählen. Das ist nämlich Teil Ihrer Glaubwürdigkeit. Mir fehlt oft der missionarische Drang, den Sie vielleicht haben mögen. Aber ich könnte nie, angesichts, wenn ich eine Vergangenheit hätte wie Sie, in solchem moralischen Überschuss hier argumentieren, wie Sie das eben getan haben. So. Jetzt kommen wir noch mal, nachdem wir uns schon lange genug meiner Meinung nach mit Ihnen aufgehalten haben in dieser Debatte, aber kommen wir jetzt noch mal zu der Sache selbst. Natürlich kann keinerlei Zweifel bestehen, dass wir in Europa Grundrechte ganz, ganz ernst nehmen. Es ist Teil unserer Identität. Und immer dann, wenn wir das Gefühl bekommen, dass Grundrechte auch in einzelnen Mitgliedstaaten, Sie haben auch andere als Ungarn genannt, nicht ernst genommen werden, oder wenn es Tendenzen gibt, sie zu relativieren, dann müssen wir dem mit aller Entschiedenheit entgegentreten. Aber ich kann Ihnen auch sagen, wenn ich manche Klausel als Jurist in diesem Gesetz lese, die ist mir zu schwammig. Da sind Klauseln drin, die kann man nach meiner Meinung viel zu weit dehnen. Und ich habe auch Probleme mit der formalen Art, wie dieses Gesetz zustande gekommen ist. Ich finde, das muss man sagen, und man muss es sachlich und in Freundschaft zu Ungarn tun, aber man muss darauf hinweisen, dass wir in Europa nicht akzeptieren können, dass es sozusagen einen Bereich gibt, in dem die Grundrechte ernster genommen werden als in einem anderen. Ich möchte am Ende noch darauf hinweisen, dass mich diese ganze Entwicklung nicht nur in Ungarn etwas mit Sorge bestimmt. Es ist durchaus so, dass auch, wenn man die Berichte der OSZE sich anguckt, auch andere Länder in Europa durchaus es mit der Pressefreiheit meiner Meinung nach nicht so ernst nehmen, wie wir das eigentlich erwarten müssten. Wenn man die Ranglisten sich betrachtet, dann stellt man besorgniserregende Tendenzen fest. Und insofern warte ich mit Neugier, mit Interesse, aber auch mit Hoffnung auf den Bericht, den die Europäische Kommission dazu bringen wird. Und das muss für uns, das hat Herr Wadephul schon angekündigt, auch der Anlass sein, dann auf der Grundlage konkreter Ergebnisse und konkreter Berichte und der Fragen, was juristisch zu beanstanden ist und was nicht, über dieses Thema in aller Ruhe und sachlich zu reden. In Freundschaft mit den Ungarn, nicht in einer missionarischen Belehrung, aber in der Sache glasklar und auch keinen Millimeter von unserer Grundrechtsüberzeugung weichend. Wenn wir das tun, werden wir die ungarischen Freunde an unserer Seite behalten, und wir werden gleichwohl die Grundrechte in Europa stärken und ihre Durchsetzung weiter erreichen. Ich glaube, es kommt sehr auf die Tonlage an, auf die Sachlichkeit und nicht auf den Affekt, den Sie hier vorgetragen haben.
Und insofern wünsche ich mir für den weiteren Verlauf der Debatte, dass sie auch etwas sachlicher als bei Ihnen verläuft. Vielen Dank.